Wir sind gerade spazieren, wie ihr seht. Oh, Felix. Oh nein. Oh, er hat sich wieder allein wieder befreit. Ja. Mit meinem Hundi. Da ist er. Felix. Und mit Felix. Hi. Mit Hundi Felix und Felix. Wir sind spazieren mit einem neuen Kinderwagen. Warte mal, film mal ein bisschen höher. Nee, höher. So nach oben. Ich lauf vor mich. Und dann? Davor. Hä? Also ich seh den Kinderwagen. Also ich sehe den Kinderwagen. Oh, ihr seht ihn nicht. Ja. Gut, ihr habt ihn bestimmt auch schon manchmal ein bisschen gesehen gerade. Also, wir haben einen neuen Kinderwagen und das war ein relativ spontaner Kauf gestern. Ja. Aber es ist ein absoluter Traumkinderwagen und wir brauchen den für Eschwege. Also, ich habe ihn nicht nur gekauft wegen Eschwege, sondern ich habe ihn auch gekauft, weil ich den schon immer haben wollte und ich schaff's noch nicht hin. Ja, aber für Eschwege ist er auch perfekt, weil er halt so super klein zusammengefaltet ist, aber dafür ein riesig großer Kinderwagen. Ich mag, dass es die Wanne so hoch ist, ich mag, dass er schwarz ist und ja, ich mag ihn einfach total gern. Meine beste Freundin hat den gleichen und ist auch davon voll begeistert. Ja, und ist auf jeden Fall ein richtiger Favorit von mir, von dir auch. Finde ich schick. Ja. Aber er mag immer noch Jules Day lieber. Aber du musst überlegen, diesen Kinderwagen, den wir jetzt haben, ich zeige ihn euch gleich, ist Testsieger bei Stiftung Warentest, denn es ist der einzige Kinderwagen, der alle Tests mit sehr gut bestanden hat. Und ganz wichtig war für mich auch, also ganz wichtig für eigentlich alle Eltern ist, bei diesen Stiftung Warentests einfach, dass die Wanne groß genug ist, denn die hat eine Mindestgröße von 78 x 35 und genau das hat die Wanne eben. Und der Griff bei den Eltern, die die Eltern anfassen, dürfen keine Schadstoffe drin sein und das ja, ist bei dem der Fall. Es sind keine Schadstoffe gefunden worden, genauso wie in den ganzen Bezügen und so, was ja bei dem Jules Day, also Felix, Top-Kinderwagen der Fall ist, denn dort sind überall Schadstoffe drin, deswegen ist er, wie nennt man das? Nicht ausreichend oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall so qualifiziert bei Stiftung Warentest. Natürlich nicht so gut. Aber ja, wir haben auf jeden Fall einen Kinderwagen, der... Ich muss wieder umdrehen, noch bis zur Kurve. Felix! So, meine Lieben... Ja, jetzt hebe ich den tollen, treuen Kinderwagen und mein Herzelein ist mit meinem Hund da beschäftigt. Ja, ich zeige ihn euch, wie gesagt, gleich. Ja, warum wir ihn gekauft haben, habe ich euch jetzt erzählt. Und was ist alles dabei? Also wir haben die Wanne natürlich für die Babys, weil wir haben hier nur kleine Babys. Und natürlich den Buggy-Sitz, der ist natürlich auch dabei gewesen. Und was war noch dabei? Eigentlich nichts. Was wir zwar kaufen werden, sind auf jeden Fall Maxi-Cosi-Adapter, weil ich das total gerne habe, Maxi-Cosi-Adapter an so Kinderwagen. Und ich wollte schon bei meinem Teutonia Quattro, aber da sind die so teuer. Die kosten gebraucht 50 Euro und das finde ich ein bisschen viel. Und ich finde, das sieht auch nicht gut aus an dem. Und da bringt es auch nichts, den Kinderwagen nur mit Maxi-Cosi mitzunehmen, weil der Kinderwagen an sich so richtig groß ist und... Der hier ist halt schön klein, wenn man ihn zusammenfällt. Und es lohnt sich auch dann, die Maxi-Cosi-Adapter zu haben. Ja. Und ich liebe diesen Griff, habe ich das schon mal gesagt. Ich liebe das. Findest du es auch gut? Also, dass der auch so hochgewellt ist, magst du das? Ich finde, es sieht komisch aus, aber so vom Griffgefühl ist das cool. Ja, ne? Das habe ich damals, als ich ganz klein war, da gab es den auch schon. Also halt die älteren Modelle. Und ich habe das immer so gesehen, den Griff, dachte mir so, was ist das denn für ein Blödsinn? Aber jetzt, wenn man ihn selber anfährt, ist es schon echt richtig toll. Also es gibt halt Kinderwagen, die haben halt eine ganz durchgehende Stange. Es gibt welche, die haben einfach nur an den Seiten was. Wisst ihr, was ich meine? Zum Beispiel bei dem Greeny Zap oder so. Oder allgemein so kleinen Buggies. Die haben immer nur an den Seiten, wo du so anfährst einfach. Und der hat halt alles. Der hat halt die seitlichen Teile. Dann kannst du ganz normal wieder bei einer Griffstange so anfassen und
auch noch anders. Du kannst halt auch so anfassen. Also ist total komisch zu erklären. Ich zeige dir das gleich alles. Ja. Sonst an sich gibt es nichts Besonderes, glaube ich, zu sagen. Ist einfach ein schwarzer Kinderwagen mit grauem Gestell. Und ja, ich würde sagen, wir zeigen ihn einfach mal, oder? So, meine Lieben, wir sind jetzt gleich wieder zu Hause und deswegen wollte ich mich jetzt verabschieden von euch. Ja, also wie gesagt, ein ausführliches Video zum Kinderwagen, zu den ganzen Funktionen und so kommt auf jeden Fall. Ja, und dann hoffe ich, euch hat es gefallen. Ich finde ihn super schön. Ihr könnt gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Vielleicht kennt ihr den ja selber auch schon. Vielleicht habt ihr den ja auch schon mal gesehen oder gefahren sogar. Auf jeden Fall total toller Wagen. Wir haben ihn jetzt heute erst bekommen. Gestern gekauft, heute abgeholt. Was hast du gerade so geguckt? Okay. Ja, und deswegen habe ich ihn gerade erst das erste Mal gefahren. Vorhin schon einmal und jetzt gehen wir spazieren. Aber das ist gerade das erste Mal mit Mel, weil ich habe ihn vorhin nur abgeholt und da habe ich ihn halt ein bisschen geschoben. Aber jetzt so richtig das erste Mal mit Mel. Und ja, es fehlt nur noch eine Kinderwagen, eine Wickeltasche. Das ist hier auch ganz schön. Und oh, ich liebe diese Wendigkeiten. Ihr könnt ihn halt mit einer Hand so richtig durch die Gegend werfen. Ist total toll. Ja, ich freue mich total auf Eschewege damit. Weil ich finde ihn auch sehr schmal. Das finde ich auch sehr gut. Also wenn man guckt, er ist schon sehr schmal. Also ich finde das halt gut in der Eschewege dann zum Beispiel, weil das ist halt bestimmt voll eng da alles. Und dann haben wir halt wenigstens so einen kleinen Kinderwagen. Ich habe vorhin noch ausprobiert, beide Babys passen rein. Ich habe den Emil zu Hause und habe die Mel und den Emil mal, oh Gott, die Mel und den Emil mal reingelegt. Und das passt sehr gut, weil ich möchte auf jeden Fall nach Eschewege die Trage mitnehmen und den Kinderwagen. Aber wir fahren halt 10 Stunden Zug ungefähr, glaube ich, oder? Wie lange fahren wir Zug nach Eschewege? Also nach Offenbach, eher gesagt. 4 Stunden und dann fahren wir noch 4 Stunden nach Eschewege. Ja, wir sind auf jeden Fall ein bisschen unterwegs mit dem Zug. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich werde nicht die ganze Zeit ein Baby tragen. Und deswegen war es mir wichtig, dass ich einen Kinderwagen kaufe, wo beide Babys reinpassen. Der hier ist sehr schmal, aber einer der breitesten, außer irgendwelche hier großen Kinderwagen. Zum Beispiel so ein Knorr Classico oder es gibt dann noch hier auch den Teutonia Elegance oder so. Die sind halt natürlich viel größer, aber das ist halt eine schöne Größe. Und es passen halt beide rein. Das war mir halt sehr wichtig, weil ich nicht beide, nicht einen die ganze Zeit tragen möchte. Das war halt sehr wichtig, ja. Würde ich sagen, wir verabschieden uns für heute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wie gesagt, schreibt eure Meinung gerne zu dem Kinderwagen in die Kommentare. Dieser Satz war wieder so perfekt von mir. Ja, und dann, oh Gott, gehen wir über die Straße und dann verabschieden wir uns. Kommt ein Auto? Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen und dann würden wir einfach sagen, bis zum nächsten Mal.